Alter, warum denn? Und alle Leute sind so süchtig nach diesen Brötchen. Das ist, Tür auf. Hi. Ich, das willst du vielleicht nicht wissen. Aber, nein, weißt du was? Lass uns einfach weitergehen. Komm, wir gehen. Wir müssen weiter. Ich habe mich gerade um ein paar Pfund erleichtert. Mein Mageninhalt ist leer. Aha. Deswegen habe ich auch nichts gesagt. Ich bin so, besser jetzt nicht. Sonst kriegt sie noch einen Schlaganfall. Herzinfarkt und Aneurysma in einem. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß doch auch nicht, okay? Ich bin doch auch nur... Okay, raus hier. Ich bin hier, Yuma. Du bist nicht allein. Keine Angst. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wieder verlassenes Dorf. Mal da. Gepäckhaufen. Was könnte hier drin sein? Sie ist wirklich fest versiegelt. Es könnte dasselbe sein wie in diesem Kühlschrank. Ist alles in Ordnung? Du siehst blass aus. Ja, ja, mir geht's gut. Ich glaube nicht, dass wir diese Kiste öffnen können. Also gehen wir weiter. Ich schaue nur kurz, ob ich hier noch was machen kann. Aber ich glaube nicht. Okay. Ja, das Ganze haben wir schon einmal durchgemacht. Ganz schön unheimlich. Aber die Straßenbeleuchtung ist an. Was ist das denn jetzt? Rote Brücke. Wie unangenehm. Akai. Juhu. Was sehen wir denn da? Ah ja, es geht ganz schön tief runter. Oh, ich dachte gerade, das ist mitten, mitten auf dem, auf der Brücke und ich war so, hä? Wie funktioniert das denn? Das? Ich hab was gehört, ja. Ein Erinnerungssplitter. Hoch mit uns. Ach du meine Güte. Oh, da drüben ist noch ein Erinnerungssplitter. Was ist das? Was ist das da hinten? Aha. Was? Was ist das denn? Cthulhu? Okina Entotsu. Kono mura no taishou yokujou mitai da ne. Das war hier sicher mal wunderschön. Was? Okay. Ah, da drüben steht eine wunderbare Person. Da drüben sind Autos auch noch. Oh ja, schau mal. Ja, gehen wir da nicht lang. Ah, das sind Zombies. Ja, gehen wir da nicht lang. Okay, okay, okay. Puh, ab in... ins Bad zur geistigen Entspannung. Ja, das brauchen wir jetzt. Bitte? Die Regenmaschine. Vor allem wozu? Wozu der ganze Regen?
Was sollen wir sie etwa ausschalten? Shinigami. Stromversorgung. Sieht aus wie eine Batterie, die ein Gerät in der Nähe mit Strom versorgt, aber... Ja, die zentrale Maschine läuft von allein. Oh, schau, wie süß. Sie macht das sogar. Trotzdem, Dankeschön. Shinigami-chan. Ich war noch nie in einem öffentlichen Bad. Sowas haben wir nicht. Aus diesem Blickwinkel sieht es aus wie die Überreste eines alten Badehauses. Scheint lange nicht benutzt worden zu sein. Na, wer hier baden geht, bei dem, der hat auch einen Schuss. Und jetzt sowas? Nichts hält ewig. Schauen wir nochmal schnell, ob hier irgendwas ist, bevor wir uns das da anschauen. Schau, die ganzen Spinde. Sehr hübsch. Wir haben wohl keine andere Wahl, als diesen riesigen roten Knopf zu drücken. Ich weiß nicht, ob das ein riesiger Fehler war. Hört damit nicht auch der Regen auf? Wow. Stell dir vor, es regnet und dann regnet es aber weiter. Weil es gerade halt in diesem Moment zufällig regnet und nicht die Sonne draußen ist. Wie geil wäre das denn? Stell dir vor, du bist gerade draußen und auf einmal kommt die Sonne raus. Ich würde, glaube ich, einen Herzkoller bekommen. Ich wäre so, yo! Wow. Er ist wunderschön. Das Geräusch, darauf könnte ich aber verzichten. Der blaue Himmel ist sehr hübsch. Eine künstliche Regenwolke? Aus Alabaster? Kannst du sie eigentlich wieder einschalten? Nur aus Interesse. Ich will es nicht, dass du machst, aber... Ja, aber wozu? Fallen die Leute auseinander, wenn es nicht nass ist? Ich will gar nicht wissen, was für Gifte da drin waren. Wenn hier diese Geräusche sind, diese Lauten und die Zombies da rechts... Ja, ich wollte gerade sagen, werden die nicht von dem Geräusch angezogen? Naja... Wir rasten nicht aus. Wir rasten total aus. Anarchie. Alles. Oh nein, jetzt geht sie auch nicht gut. Ich weiß nicht wieso, aber. Oh mein Gott. Yo. Mädel. Du! Warum bist du hier? Bro. What the fuck? Was? Du bist ein komischer Kauz.
Ich habe Angst, wenn ich da jetzt hingreife. Okay. Ernsthaft? Entspannter Typ, aber schickt uns davon hier nach weiß nicht wer und macht den Scheiß. Jetzt geht er wieder los. Ah, na toll. Und in Sekunden schnell ist der Regen wieder da. Was mache ich hier nochmal? Okay. Also wirklich der Regen hält sie auf oder hält sie zurück? Ich weiß es nicht. Aber offenbar, also es scheint Fubuki auch zu beeinflussen, wenn es nicht regnet. Wenn es nicht feucht genug ist. Hurra! Jetzt fahren die Credits an uns vorbei. Wir haben alles gelöst. Inwiefern? I'm royally pissed. Guter Mann. Was soll der Blödsinn, uns hier herumzuführen zu dieser Maschine? Was willst du damit erreichen? Warum aber? Oh. Ja. Immer. Genial, ich weiß nicht, aber. Alter, führ mich doch nicht durch die Scheiße und dann antworte nicht auf meine Fragen. アマテラス社の実験によって欠陥ホムンクルスが生み出された。いや。ディンテリジェンス。ファリアン。イワユルゾンビ化だ。アンディクンティアレニヒ・ウンブリン。シゴニ・ヨミガエッタサイ。マルデゾンビのように人肉を求める怪物となってしまう。 そしてもう一つの欠点。それが日光だ。日光。Sonnenlicht。 Hört sich nach jedem introvertierten Menschen an, den ich kenne. Sonne。強暴化している間は理性も記憶もなくす。理性も記憶も? Ich weiß nicht, das Ganze. 紫外線に起因するアレルギーによるものだ。凶暴化を放っておくと、いずれは死んでしまう。 Ich glaube, es gibt's ja wirklich, dass du allergisch bist gegen UV-Strahlen oder so irgendwie. Gegen die Sonnenstrahlen. 彼らは死後、ゾンビ化してしまうからね。つまり、血管ホムンクルスにとって。 Okay. 大敵なんだよ。 Aber er meint jetzt die Zombies, die im Dorf rumlaufen? Oder meint er die Leute, die in der Stadt rumrennen? Echt? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Ich glaub dir einfach mal. Kanaiku 全域を包む雨雲が作れる。風といい、高低差といい。
Die Fubuki liegt da hinten. Was ist nicht? Ich habe meine Erinnerung verloren. What do you mean? Na und? Was? Du meinst, weil ich meine Freunde verloren habe? Warum geht's jetzt hier? Warum reden wir jetzt darüber? Jetzt bin ich äußerst verwirrt. Was will er erreichen, der Makoto, indem er mir das sagt? So, schau dich an, gib auf. Like, na, man. Aber er hat uns doch die ganze Zeit herumgescheucht. Ich würde nicht sagen, dass wir ihn in die Enge getrieben haben. Das ist jetzt aber sehr unhöflich. Oh nein! Oh Gott, ich dachte, jetzt schießt er sofort. Also einer Kugel kann ich nicht ausweichen. Das Problem ist, selbst wenn wir ins Labyrinth latschen, wird uns das irgendwie helfen? Weil ich meine, hat er jemanden umgebracht oder so? Ja, das auch, aber ich weiß nicht, ob das uns wirklich großartig helfen kann. Weil, wenn er nicht stirbt hier, nachdem wir das Labyrinth geschafft haben, dann sterben wir ja sowieso. Okay. Was zum Teufel stimmt denn mit dem Joker nicht? Okay, meine Güte. Immer noch besser als hier zu enden, oder? もちろん恨んだりもしないよ。君には今まで何度も助けられたんだから。わかった。じゃあ行くよ。行こう。死神ちゃん。きっとこれが最後の謎迷宮だ。 Glaubt ihr, dass unsere Freunde alle tot sind? What are you doing? Warte, Shinigami-chan. Saigo, futsuni ikanai. Hora, issho ni. Mezu ni ii kedo. Na moi! Jawohl, gemeinsam. Gemeinsam machen wir uns auf.
Ach, ihr zwei seid schon süß. Dieses Labyrinth wird sicherlich sehr schwierig. Hä? Wieso kann er sich bewegen? What the fuck is happening? Alter, wenn der Makoto seine Maske runternimmt und dahinter das Gesicht von Yuma auftaucht, dann kriege ich aber einen Herzkoller. Am Ende stellt sich raus, dass das sein Zwillingsbruder ist oder Makoto aus der Vergangenheit oder Zukunft oder so ein Scheiß. Ich werde wahnsinnig. Au! Wie unhöflich! Ach so. Wie auch immer. Wie erschreckend. Nee, eigentlich nicht. Also Yuma vielleicht, aber ich nicht. Für mich schaut es gleich aus. Inwiefern? Niemals! Ja, das kannst du gern tun. Auf dich doch immer. ご主人様, 真実のために Ich habe mir nie gedacht, dass dieser Spruch ernst ist, aber jetzt, wo alles so düster ist, bin ich so, im wahrsten Sinne des Wortes, sind wir bereit, unser Leben zu geben. Die anderen Male war es irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Immer dieses wenn er es rausholt, wenn er sein Schwert rausholt. Arigato. Kore yatte hajimete iwareta. Mo futsuu no hōhō de watasou ka to mayotta toki mo atta kedo, suzukete kite yokatta. Ja, wir sind alle sehr glücklich. Du kannst es normal machen. Wie auch immer. Nee, darüber müssen wir reden. Oh, dann los. Ich kann nicht schneller laufen, also mal schauen, wo wir hier reinkommen. Oh, okay. Hallo? What the fuck? Die Kuh ist aber immer noch da, zum Glück. Und alles andere komische Zeug. Ah. Na, that's weird. Ich kenne diese Orte. Da bin ich immer vorbeigelatscht. Ja, なんでここが最後の謎迷宮って決めつけてるの?いや、なんとなく思ったんだ。僕が君の力を必要としたのは、カナイク最大の秘密を暴くためだったんだろうって。だから、もしこの謎を解き明かせば、君との契約も終わっちゃうような気がしたんだけど。
Jetzt mache ich mir aber Sorgen. Deswegen sagt das, ich denke mir schon. Gut. パクリじゃなくて受け売りだよ。影響を受けたって言ってもいいかもしれない。死神ちゃんが認めた探偵がそうだったなら、僕もそれを目指してみるのも悪くないかなって。 Ah, wunderbar. Na, das wird sicherlich einige Zeit dauern. Der Grund für die Entwicklung von Amaterasu und dem Kanaibezirk. Schlüsselmeister! Schlüsselmeister! Epiker Schlüsselmeister! Was war der Auslöser für die Entwicklung? Ich glaube, in dem Bericht, den du in der Fabrik gefunden hast, steht etwas. Also der Grund für die Entwicklung von Amaterasu und dem Kanaibezirk. Ehemaliges Elu. Wild vergrößern. Bring zurück. Das ist ja, oder? Die Homunculus-Forschung. Ich weiß es nicht ganz. Stimmt das eh? Ja, gut. Wäre ein bisschen peinlich gewesen, wenn das erste gleich falsch gewesen wäre. Beim zweiten okay, aber das erste. Kanaiku の謎の始まりはやっぱホムンクルス研究からなんだね。それがこの町の元凶なのは間違いないよ。あ、wunderbar. Jetzt sind wir. Da ist das Skelett und da und da, war geil. Wäre ja schade, wenn es anders wäre. Warum hat die Vereinigte Regierung die Homunculus-Forschung angefordert? Für Medizin, akademisch, für militärische Zwecke. Ja, für militärische war das, glaube ich, ne? Wenn sich die Homunculus-Forschung... Wenn sie die Homunculus beenden, könnten sie Menschen erschaffen, die ewig leben können, richtig? Ja. Militärische Zwecke war ja der ursprüngliche Gedanke. Die Tür ist aber nur halb kaputt gemacht, schau das an. Die ist aber nicht sauber gemacht. Die ist aber nicht sauber zerteilt worden. Motomoto. 統一政府は死なない軍隊を作るため、アマテラス社にホムンクルスの研究を依頼したんだ。つまり軍事目的だったんだね。で、結局のところホムンクルスってどういう存在なの？人工的に作られた人間。要するに人造人間だよ。ベースとなる人間の DNA を採取し、 それを核とした人工細胞を作って培養することで、年齢も性別も見た目もすべて人工的にコピーされた人造人間を作り上げるらしい。人間が人間をコピー。Keine Ahnung。俺様ちゃんにはわからない感覚だよ。人間ってやっぱおかしな生き物だね。ich weiß nicht, mich hat das auch nicht so interessiert, dieses ganze Sieht aus wie wir. Hat aber andere Augen. Ich will die Wahrheit verbergen?
Na, jetzt mal ganz entspannt. Ich bin noch hier. Ich kann mich nicht an nichts erinnern. Todesspiel. Ich kann schweben. Geh nicht weiter. Dort erwartet dich nichts. Ah! Lass uns aufgeben und nach Hause gehen. Nein, das kann ich nicht weg. Okay, nur von mir aus. Ah, es war es nicht. Kann es irgendwie aussehen, dich gestört haben? Ich hab nur das Erstbeste. Weil das hat mich schon gestört so. Ah, verdammt. Das existiert nicht. Einbildung, das stimmt aber auf gar keinen Fall. Na was? Ich lag völlig falsch. Ah! Okay, die Homunculus muss ich zurückhauen. So viele eigennützige Argumente. Das ist alles erfunden. Nutze dein Talent der Schlussfolgerung und weise den Widerspruch zurück. Okay. Oh. Ah ja! So. Oh, ich dachte schon, ich habe ihn verfehlt. Weil er ausgewichen ist, der kleine Schlawiner. Ja, wir haben es leider schon festgestellt. Ich diskutiere gerade mit mir selber. Das ist irgendwie schräg. Das ist, wenn ich zu Hause bin und ein Gespräch führe über irgendein Thema und mit mir selbst rede. Ich meine, ich kenne mich am besten. Die Homunculi, die durch das Sperre streifen, scheinen sie... Fubukis Ermittlung führte zu diesem Bericht. Er beschreibt, wie eine VR-Forschung 3 Jahre erstmals erfolgreich eingeschafft hat. Ein Gerät, das sich, kann künstlich regeln. Okay, lassen wir einfach mal das da. Hast du jemals einen gesehen? Hast du irgendwelche Beweise, dass sie existieren? Sie wurden wirklich erforscht. Aber diese Forschung wurde abgebrochen. Am Ende war diese Forschung ein völliger Fehlschlag. Es gelang ihnen nicht. Homunculi existieren nicht. Okay. Vielleicht möchtest du die Wahrheit vertuschen, Meister. Es besteht kein Zweifel, dass dort ein Homunculus war. Hast du irgendeinen Beweis? Erfolgreich ein geschaffen hat das da. Okay, gut. Sie war kein Fehlschlag. Ja. Ich frage mich, ob die wirklich tot sind. Weil ich meine, er hat ja wirklich gesagt, ja, die Fubuki hat am längsten durchgehalten, wahrscheinlich wegen ihrer Fähigkeit.